Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Tag bei mir. Und zwar, ja, der Animal Book Tag. Falls ihr den noch nicht kennt, den hat eine neue Booktuberin ins Leben gerufen. Und zwar ist es die Tweety, ihren Kanal in der Infobox. Die ist echt cool, solltet ihr mal ansehen. Und zwar eben hat die sich gedacht, ja, was gibt es eben noch nicht für so einen Tag? Und ja, dann sind ihr Tiere so eingefallen und dann hat sie eben den Animal Book Tag ins Leben gerufen. Ja, und ich denke, das Ganze ja, wird sich euch erschließen, wie das Ganze funktionieren wird. Erstens ist der Adler. Ein Buch, das dich abheben lässt. Och, und abheben lässt mich natürlich die Edelstein-Trilogie und in der Hinsicht ja, Smaragdgrün, Liebe geht durch alle Zeiten oder auch Saphirblau, Rubinrot. Ach, da hebe ich ab. Das ist einfach nur eine tolle, tolle Geschichte. Das sind einfach nur drei absolute Hammerbücher und da hebe ich ab, wenn ich die lese oder überhaupt. Ich habe sie erst. Und vielleicht lese ich es ja, bevor es Smaragd Grün in die Kinos kommt, ja nochmal. Aber jetzt habe ich es erstmal. Ja, denn in ein paar Tagen, wie ihr vielleicht wisst, kommt Saphirblau in die Kinos und yay. Ja, zweitens, der Elefant, ein schwerfälliges Buch und ein schwerfälliges und zähes Buch und wirklich zäh. Ach Gott, wie oft habe ich versucht, das schon durchzulesen, aber ich bin irgendwie bei Angel Eyes, dem zweiten Teil dieser Reihe, oder keine Ahnung, was das ist. Im Bann der Dunkelheit. Ich komme einfach nicht durch. Das ist, ist wie Kaugummi irgendwie zu lesen. Das, nee. Ganz schwer. Drittens, der Hase. Ein sehr wendungsreiches Buch. Und bei Gott, die Story ist ja wirklich extrem wendungsreich. Die Geheimnisse des Nicolas Flamel. Das ist jetzt der erste Teil, der unsterbliche Alchemist. Aber es gibt ja noch sechs andere Teile. Also insgesamt sind es sechs Teile. Und das ist echt brutal. Das spielt ja, die ganzen sechs Bände spielen, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen. Ja, die Hauptgeschichte 2 Wochen insgesamt, wenn es betrachtet ist, ist das ein bisschen ein größerer Zeitraum. Aber ja, wenn ihr es gelesen habt, versteht ihr, was ich damit meine. Aber das geht ja, ne? Also vom einen Extrem ins andere, von innerhalb kürzester Zeit über Kontinente in magische Reiche wieder zurück in die Welt und dann nach Europa, nach Paris. Plötzlich sind sie dann in San Francisco und ach, Gottes Willen, ey, da geht's. Also, ich wüsste gar nicht, welches andere Buch innerhalb so
geringem Zeitraum, also so 2 Wochen, spielt und das Ganze so dicht gedrängt eben in 6 Bände, da geht es wirklich Schlag auf Schlag und eine Wendung nach der anderen, also da, das ist ja also Bücherachterbahn, also richtig, richtig, richtig toll. Das war jetzt das wendungsreiche Buch. Jetzt kommt viertens Der Löwe, ein spannendes und gefährliches Buch. Ja, die Bücher, ja, die sind schon alle ziemlich spannend und ja, aber gefährlich und spannend, das ist gar nicht so einfach. Also jedenfalls eines rauszusuchen, das jetzt da raussticht. Aber für mich ist das irgendwie Der Hobbit. Weil die Reise, die sie da machen zum Schicksal, zum einsamen Berg, Schicksalsberg ist ein bisschen später, die ist schon echt heftig und echt spannend und gefährlich und hat alles, was man an einem tollen, spannenden, ja, wenn man es das erste Mal liest, manchmal auch ganz schön nervenaufreibendem Buch. Ja, absolut. Wer es noch nicht gelesen hat, das ist ein absolutes Must-Read. Muss man einfach gelesen haben. Ja, fünftens. Die Katze. Ein leichtfüßiges, angenehm zu lesendes Buch. Ja, man sollte es echt nicht glauben, welches ich mir jetzt hier rausgesucht habe. Weil wenn ich euch das mal so, das ist echt ein heftig dickes Teil. Über 700 Seiten stark. Und ja, die Schrift ist auch nicht ganz so die größte. Also da ist schon richtig was dabei. Aber ich habe, wie gesagt, über, ich glaube, 375 Seiten oder so in dem Dreh, so in einem Tag, kurz so. Ne? Also, ne? Das ist die Blutbraut. Ist einfach, ja, wenn du da anfängst, du kommst so langsam, also du bist sofort in der Story drin, ja, aber dann, ne, dass du nimmst auf einmal so Fahrt auf und dann, ne, das liest sich so easy, ne, und du kommst so richtig in einen Sog und dich zieht die Story mit, die reißt dich sowas von mit und deswegen ist es einfach easy und total angenehm zu lesen und die Story ist geil. Von dem her. Die Spinne, ein Buch, das Gift für dich war. Ja, Bücher, ich liebe Bücher. Und falls ihr mich noch nicht so kennt, also ich bin oft auch recht gnädig in meinem Urteil. Ne? Also wenn man ein Buch dann mal wirklich nicht zusagt oder so, das ist dann einfach, ja, das ist irgendwas Persönliches. Es ist oftmals, keine Ahnung, wie die Stimmung zu dem Zeitpunkt war oder irgendwie so, als ich das jeweilige Buch gelesen habe oder was der Geier. Also es gibt echt nicht viele Bücher, bei denen ich, ja, das Gift. Aber das war echt die Bestimmung, die ich da vor kurzem nicht beendet habe und das ist, wie gesagt, ich kann es mir wirklich nicht so genau erklären, warum, aber ich habe vor kurzem mal ganz kurz wieder mal reingelesen und das ist, keine Ahnung, das muss vielleicht noch mal ein bisschen reifen für mich, dass das gut wird oder so, ich weiß es nicht. Ja, dann siebtens, Der Hund, ein Buch, das dir treu ist wie ein Hund.
öfter als zweimal gelesen. Ja, ein Witz. Ich meine, das Buch, das ich wahrscheinlich, oder die Bücher, die ich wahrscheinlich am häufigsten gelesen habe in meinem Leben, das ist wohl Herr der Ringe. Aber ich nehme trotzdem meinen Freund Harry, weil, ja, das ist einfach, ja, diese glorreichen 7 Bücher. Wie gesagt, ich habe kein einziges dieser Bücher weniger als 13 Mal gelesen. Also, und jetzt hier, das sind 16 Mal, dass ich das gelesen habe. Ich führe ja hier hinten, falls ihr das seht, Strichliste. Ja. Und ja, der ist mir, bedeutet mir alles. Ja, dann achtens, die Fledermaus. Ein Buch, das so düster und gruselig wie die Höhlen der Fledermäuse ist. Ja, in Ermangelung so eines Buches, ich habe mir wirklich überlegt, ja, was nehme ich denn jetzt? Ja, also so wirklich gruseliges Buch wüsste ich jetzt gar nicht so wirklich. Aber nachdem das Buch ja zum Großteil in der Hölle spielt, wie der Name auch schon sagt, habe ich mir mal dieses hergenommen. Und zwar von Alexandra Ardonetto, Hades, also Hölle, ne, so im Stil. Es ist schon ja, spannend und auch, ja, was heißt gruselig, ist es gar nicht so wirklich, aber wie gesagt, es spielt in der Hölle, Mann. Ja, ja, von dem her muss das mal herhalten für den Tag. Dann neuntens, der Gepard. Ein Buch, das du schneller gelesen hast, als ein Gepard läuft. Ja, dann nehme ich ja nochmal jenes hier. Und zwar das Marktgrün. Das hat ja auch nicht gerade wenige Seiten. Also, das hat, ja, 482 Seiten, das habe ich in ein paar Stündchen durchgehabt damals. Also, da waren nicht wirklich große Pausen dazwischen. Dann, das ist in einem Rutsch kurz gelesen. Ja. Casting Gear, das ist, geht bei mir batz. Und dann sind die gelesen. Das ist, keine Ahnung, die liest sich einfach leicht. Weißt du, der Schreibstil so schön flüssig. Das ist, ja, zehntens, ein Buch mit einem deiner Lieblingstiere. Ja, lustige Anekdote. Aus diesem Buch hier hat meine Katzenmama ihren Namen. Und zwar die Hauptprotagonistin aus diesem Buch, die hat nun mal eine Katze. Und die heißt Nala. Wisst ihr das schon? Und diese Nala ist die Katze von Zoe Redbird, ausgezeichnet. Und meine Nala, ja, die hat sich mich ausgesucht. Die ist mir als kleines Kätzchen, so, ja, ist die mir zugelaufen. Plötzlich war sie da und hat sich mich ausgesucht. Und nachdem in diesem Buch auch die Katze Nala sich Zoe Redbird aussucht, ja, als Frauchen, und mich, meine Nala, als Herrchen ausgesucht hat,
ist es einfach ein passender Name. Ne? Besser konnte ich mir das nicht vorstellen. Ja. Das war diese Tag von der Booktuberin Tweety entwickelt. Hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und lest mal wieder was. Ciao. Ach ja, ein Gruß noch. Hey, Dark Siffler. Coole T-Shirts gibt's bei dir. Will ich nur mal so sagen. Wer Dark Siffler ist, Kumpel von mir. Der macht auch coole Videos. Link in der Infobox. Und da gibt's solche T-Shirts, die sind cool. Das ist nämlich der Bayer auf YouTube, falls er noch nicht kennt.